Oi, da, was geht ab, Leute? Team Abelt hier. Heute mal mit einem kleinen Diskussionsvideo, Update zu Burning Abyss. Das Deck ist in letzter Zeit ja ein bisschen gefallen, schwächer geworden. War letztens im Meta-Ranking auch nicht mehr so gut mit dabei. Nicht mal mehr in den Top 5, glaube ich. Dann YCS Bochum. Nicht ein einziges in den Tops. Und man dachte halt, Burning Abyss richtig tot. Und der neue Support war auch, wie ihr in meinem Video vielleicht gesehen habt, nicht so gut. Aber letztens, 150. YCS, haben wieder ein paar getoppt und DM haben auch wieder ein paar getoppt mit neuen Karten. Und die werden wir halt heute ein bisschen besprechen. Bevor wir halt über den neuen Support aus Cross Souls reden, muss ich an dieser Stelle noch sagen, dass dieser Barbar Burning Abyss Typ da doch nicht so schlecht ist, wie ich meinte. Shoutout an ihn, also der ist echt krass. Einmal muss man den echt spielen, wie ich selber herausgefunden habe. Ansonsten jetzt zu den neuen Support sozusagen für Burning Abyss aus Cross Souls. Da haben wir halt Jar of Avarice als erstes, Galaxy Cyclone und Grieving Fiend. Sind halt alles neue Karten, die Burning Abyss halt unterstützen. Als erstes haben wir halt Jar of Avarice, der recycelt deinen Friedhof, die Karten aus dem Friedhof und lässt sich eine Karte ziehen. Die Karte war, bevor das Set eigentlich rauskam, ziemlich gehypt. Dachte, das wird auf jeden Fall Staple. Aber man hat halt herausgefunden, dass die ein bisschen langsam ist. Man muss halt 5 im Grave haben, was nicht so leicht, nicht so schnell geht. Nur in bestimmten Decks. Und in Burning Abyss ist es halt richtig leicht. Du detachst halt einen für Dante und dann millst du drei. Das sind schon mal 4 Karten. Und dann die fünfte ist kein Problem. Deswegen in Burning Abyss perfekt. Man kann es fast immer First Turn sogar einsetzen. Man kann wichtige Karten zurücklegen, die man halt mit einem schlechten Mill von Dante auf den Friedhof gelegt hat. Zum Beispiel Tourguide und sowas oder wichtige Zauber- und Fallenkarten. Dann die nächste Karte ist Galaxy Cyclone. Also ich persönlich habe den Effekt der Karte falsch verstanden, beziehungsweise dachte, dass die anders geruled wird. Und zwar dachte ich, dass wenn man die Karte, die Galaxy Cyclone zielt, wählt, unchained, dass sie dann nicht zerstört wird, falls sie danach dann offen ist, so wie bei anderen Karten, die vom Effekttext her so ähnlich sind, aber eben nur ähnlich und nicht genau derselbe. Deswegen ist Galaxy Cyclone ziemlich gut. Zerstört auch, wenn es dann angechained wird und danach offen ist. Und man kann sie halt aus dem Friedhof aktivieren, was halt perfekt für Burning Abyss ist, weil die es halt immer millen. Und dann kann man halt offene zerstören, was auch sehr wichtig ist für Burning Abyss, weil die Gegner dann immer so einen Scheiß wie Riss, Makro und Schatten einsperren, das Spiegel, Soul Drain, sowas. Deswegen auch eine sehr interessante Karte für Burning Abyss jetzt. Und dann die dritte ist halt Grieving Fiend, auch aus Cross Souls. Damit kannst du halt millen und den Gegner ein bisschen blockieren. Das ist so eine Art Sinister Shadow Games für Burning Abyss. Kannst ein Monster vom gegnerischen Friedhof zurück ins Deck mischen und dann einen Unterwäldler millen. Ist halt gut gegen Satella Knight, Target von Altair oder Call oder Oase, sowas. Ist ziemlich gut. Und gegen Necros ist auch nicht schlecht. Vor allem, wenn er Necros Mirror oder sowas macht. Und du dann halt den Chugit aus dem Grave banished. Kann schon ziemlich saftig kommen. Das waren drei neue Karten aus Cross Souls für Burning Abyss. Dann haben wir noch drei alte Karten, die aber jetzt sozusagen neuer Support für die sind, die jetzt neu entdeckt wurden. Bisschen experimentiert werden damit. Manche erfolgreich, manche eher nicht. So haben wir da als erstes Skill Drain. So hat da halt jedes Deck, jedes BA-Deck, das ich aus den Tops von der YCS gesehen habe, Skill Drain auf einmal gespielt. Ein Kumpel von mir hat es getestet und er meinte, das läuft richtig gut. Also Skill Drain ist jetzt auf jeden Fall eine Burning Abyss-Karte. Dann gibt es noch Dark Eruption. Du kannst ein Finsternis-Monster aus deinem Friedhof wählen mit 1500 ATK oder weniger. Das auf die Hand hinzufügen. Also eigentlich fast jedes Monster. Und vor allem Tourguide halt. Kannst du immer benutzen und dann mit Dark Eruption wieder zurückholen und öfters verwerten. Dann haben wir als letztes noch Divine Rare. Das ist eine Abwurfkarte, Konterfalle. Wenn ein Effekt aktiviert wird von einem Monster, egal wo, Feld, Hand, Friedhof oder so, kannst du eine Karte abwerfen und den Effekt negieren und die Karte dann zerstören. Ist halt relativ interessant, weil es Effekte negiert und zerstört. Ist ziemlich gut gegen Necros auf Trishula. Vor allem, wenn sie ein paar Ressourcen benutzen,
um Trishula rauszubekommen, dann einfach negieren und dann Burning Abyss Monster Effekt benutzen. Das war ein kleines Update zu Burning Abyss, kleine Diskussion. 6 neue Karten, die man spielen kann, also nur weil ein Deck jetzt nicht unbedingt von Konami aus neuen Support bekommen hat, beziehungsweise der eigentliche Support nicht unbedingt spielbar ist, heißt es nicht, dass Decks komplett sterben. Es gibt immer noch Karten, die man vielleicht spielen kann, um das Deck wieder besser zu machen. Ansonsten war es das eigentlich auch schon wieder. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren, checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Sponsoren ab und ciao.